Herzlich willkommen zu unserem Laufbandinterview. Hallo. Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Wir haben Sie gebeten, sich ein Grundrecht auszusuchen, über das wir heute sprechen. Welches ist das und warum gerade dieses? Ich habe mir Artikel 8 ausgesucht, die Versammlungsfreiheit. Aus zwei Gründen. In der deutschen Geschichte waren Versammlungen immer ganz wichtig, um auch die Geschichte zu verändern. Denken Sie an die friedliche Revolution in der DDR. Das waren große Versammlungen. Und dann zeigt das Recht auch, dass nicht nur das Wahlrecht die Demokratie bestimmt, sondern auch das Recht, mich zu artikulieren zwischen Wahlen. Jetzt haben wir alle noch Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit vor Augen, die Massenproteste in Chemnitz oder in Hamburg. Da kam es auch zu Gewalt, auch zu anderen Straftaten. Inwiefern waren die von Artikel 8 geschützt? Die Versammlungsfreiheit besteht für friedliche Versammlungen, die ohne Waffen stattfinden. Das heißt, wer Gewalt ausüben will, der kann sich auf dieses Grundrecht nicht berufen. Dieses Recht, sich zu versammeln, kann ja auch eingeschränkt werden. Was müssen dafür Voraussetzungen bestehen, um es einzuschränken? Die wichtigste ist, sie muss friedlich bleiben, die Versammlung. Das heißt, wenn sich aus einer Versammlung heraus Gewalt entwickelt, dann kann und muss sie aufgelöst werden. Zurzeit versammeln sich ja auch viele Schüler immer freitags und demonstrieren für eine bessere Klimapolitik. Können sich auch die Schüler auf Artikel 8 berufen? Ja, die Versammlungsfreiheit gilt auch für Minderjährige, auch für Schülerinnen und Schüler. Sie steht im Konflikt mit der Schulpflicht, aber ich kann nicht einfach sagen, es herrscht die Schulpflicht. Es ist schon etwas anderes, ob ich die Schule nicht besuche, weil ich keine Lust habe, oder ob ich sie nicht besuche, weil ich ein Grundrecht wahrnehme. Und das heißt, ich muss im Einzelfall sehr stark begründen, dass die Schulpflicht davor geht. Ich bin über einen Satz gestolpert in diesem Artikel. Dort steht nämlich, alle Deutsche können sich auf die Versammlungsfreiheit berufen, auf Artikel 8 berufen. Können sich in Deutschland nur Deutsche auf diesen Artikel berufen? Das stimmt, das ist ein deutsches Grundrecht. Das gilt nicht für ausländische Staatsangehörige. Deren Versammlungsfreiheit ist einfach gesetzlich geregelt. Das heißt, das Versammlungsgesetz erlaubt auch Ausländerinnen und Ausländern, sich zu versammeln. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.